zwei Content Creator und zwei Communities gegeneinander. Welche Community ist stärker? Welche setzt sich mehr durch? Die No Skins oder diejenigen mit Skins? Das werden wir in diesem Video herausfinden. Welche Community besser ist, die von Zanin oder meine, erfahrt ihr ganz am Ende des Videos in einem Best of 3 mit 30 gegen 30. Wenn ihr bei solchen Community Events auch gerne dabei sein wollt, dann checkt sehr, sehr gerne den ersten Link in der Beschreibung aus. Da kommt ihr direkt zu meinem Twitch-Kanal. Da heiße ich AlbiVB und stream so gut wie jeden Tag. Und wenn ihr diese Art von Content feiert, sehr, sehr gerne auf dem Kanal ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und sonst für den ultimativen Support gerne den Creator-Code AlbiVB im Itemshop benutzen. Das sind nur 6 Buchstaben. Der Code ist wahnsinnig schnell eingegeben. Ihr müsst nur ganz kurz daran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Ansonsten noch hier noch die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Twitter oder auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, die sich was mit dem Code im Itemshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Jetzt aber genug geredet. Viel Spaß bei dem 30 gegen 30 mit wirklich unfassbar guten Spielern. Let's go. Rein da. Team Alvi ist schon offen, Chat. Ihr könnt schnell in Team Alvi joinen. Es gibt 30 Plätze. Team Sanin ist jetzt auch da. Also ihr könnt in Team Sanin und in Team Alvi. Alle Team Alvi haben einen No-Skin. Und alle, die eben diesen Weihnachtsskin haben, die sind eben in Team Sanin. Es schadet, wir sind ganz genau 60 Leute. 30 gegen 30. Es geht los. Wir gehen in den Battle Bus und es startet. Es wäre relativ smart, wenn man untereinander teamt. Also unter den Teams natürlich teamt. Es soll natürlich am Ende des Tages so ablaufen, dass ein Team letzten Endes gewinnt. Und den Punkt mit nach Hause nimmt. Es ist ein Best of 3. Und nach diesem Best of 3 wird entschieden, okay, wer hat die besseren und die tryhardigeren Leute in der Community. Alright, Chat? Okay, also relativ viele. Bexy, Wash Yellow, Vitaly Kunix. Also relativ viele, die jetzt in Team Sunin sind. Und hier bei Anvil droppen. Ich sehe hier keine Leute von Team Alvi. Doch, CFB4D droppt hier next to Blizzy und Sweep Lenny. Oh, da müssen wir mal aufpassen. CFB4D, du musst aufpassen, Bro. Da sind zwei Leute von Team Sunin. Oh mein Gott, sind viele Was machen die bei Anvil alle? Was machen die bei Anvil alle? Hä? Warum sind die alle Anvil? Hey, warum ist ganz Team Sunin bei Anvil? Ach so, Sunin hat gecallt. Ja, aber das darf man ja nicht. Ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt so das Wahre ist. Dann laufen ja alle in der Masse zusammen. Sunin, Bro, du kannst doch nicht callen, wo die Leute droppen sollen. Hä, wieso? Ich dachte, die sollen fighten am Ende. Aber du sollst ja nicht den Leuten sagen, droppt alle irgendwo, damit ihr zu 30 irgendwie rumläuft. Und immer, ja, so. Das macht doch ja keinen, okay, Sinn. Weißt du, können die, wenn ich ihnen sage, geht weg, ist okay, oder? Ja, aber weißt du, okay, also du verstehst ja, was los ist. Alle weg, verteilt euch, alle weg, ja, sorry, my bad. Ja, weil ich sehe gerade hier bei einer Map, alle sind bei Anvil und dann irgendwie ein paar Verteilte außenrum. Kills hat jetzt tatsächlich Wave Hiko. Hiko ist wahrscheinlich einer von Sunin, oder? Nee, das ist meiner! Wave Hiko! Let's go, Hiko! Er fightet gerade gegen Lizzo. Mal gucken, wer den Fight gewinnt. Geil, Mann. Ich dachte, es wäre einer von Sunin. Es sind noch 56 Spieler live, Chat. Geil, Hiko. Du bist der Beste, wenn du mich hörst. Geil, Hiko. Es ist gerade ein 1-on-1. Ist relativ chilling eigentlich für beide. Keine belastende Situation, wo jetzt sehr, sehr viele Spieler sind. Oh, Hiko geht jetzt lieber weg von der Situation. Jetzt kommt Toxic von hinten. Lightso ist jetzt wieder hier alleine. Toxic fightet jetzt gegen Lightso. Da muss ich jetzt aufpassen. Jetzt 55 Spieler noch sind da live. Hier kann natürlich nicht rebootet werden, weil wir sind natürlich hier in einer Solo-Runde, ne? Das ist klar. Wave Hiko's dead. Toki ist low. Oh, Lizzo. Lizzo holt sich Toxic. Lizzo, Spieler von Sunins Community. Hier sind richtig viele am Fighten. Hier müssen wir kurz draufbleiben. Okay, Leon ist busy. Dead. Raus. Hier sind nur Leute aus Sunins Community. Die laufen halt alle zusammen rum. Wegen dem Call wahrscheinlich am Anfang. Ist halt jetzt unlucky. Für die Albi-Community. Aber ist doch winbar, Chat. Ist doch winbar. Die sind halt da 1, 2, 3, ich weiß nicht wie viele. Da sind 5, guck mal. Hier sind 5 Leute von Sunins Community, die hier komplett am Rumlaufen sind. Das ist crazy. Die haben alle wahrscheinlich, Godstuff ist hell, ne? Die haben halt jetzt hier gerade mindestens 3 Leute geholt. Ist natürlich bitter sowas, Chat. Ist bitter. Das schmerzt mir auch, sage ich ehrlich. Ich gebe einen Tipp. Natürlich, ich habe es gesagt, am smartesten ist es natürlich zusammen rumzulaufen. Da hinten haben wir keinen Call. Hat auch schon einen Kill. Ist wichtig. Da unten ist Sunin und Luca. Sunin und Luca haben gerade Waffen getauscht. Das ist alles erlaubt. Das ist alles in Ordnung. Gott, da laufen. Also, das ist ja crazy. Was soll denn Playboy Leo machen? Guck mal. Hier sind 5. Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Was soll denn Team Alvi machen? Team Alvi kann ja gar nichts machen. Das ist ja unmöglich. Es laufen viel zu viele Leute zusammen rum. 5 Leute auf Sunins Team. Oh, Sunin jetzt dead?
Sanin dead? Hä, wie ist denn das möglich? Wie ist denn Sanin hier gestorben? Hier sind doch nur Leute von ihm. Oh, wow, 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 wow. Hier kommt Team Alvi. Alter, let's go. Hier kommt Team Alvi im Vierer-Squad. Finde ich geil. Let's go, Jungs. Drauf gehen mit Gebrüll. Boah, das ist die Situation, die wir hier sehen wollten, Chat. Geil. Alter, wie das aussieht. Team Alvi gegen Team Sunny jetzt. Die No-Skins gegen die Weihnachtsskins. Oh, Simi mit dem Kill. Geil. Simi mit dem Kill. Moritz mit dem Kill. Simi, bitte überleb. Bitte, Simi. Du bist so ein guter Spieler von mir. Bitte. Als ob hier gerade Team Sanin eher vorne ist, Chat. Theoretisch noch winbar, Chat. Theoretisch noch winbar. Jetzt kommt es auf die Qualität der einzelnen Spieler an. Ist jetzt Team Alvi in Unterzahl trotzdem stark genug, um Team Sanin in Überzahl zu holen? Es sind gerade noch 32 Spieler live. Davon würde ich jetzt ungefähr schätzen, dass maximal 10 davon noch von Team Alvi sind. Das ist ja crazy. Alle am Rand am Fighten. Geil! Wichtig! Schade. Schade, schade, schade. Das schaut echt nicht gut aus. Das schaut gerade nicht gut aus. Überall, wo ich drauf gehe. Oh, Ben auch in Team Sunny. Das ist dann natürlich auch nicht so cool. Ben ist auch ein sehr, sehr starker Spieler. Ich dachte, er wäre eher auf meiner Seite. Aber der ist noch in Team Sunny gegangen. Oh, und Reformed Freeway hat eigentlich Ben so dominiert, ne? Reformed Freeway hat richtig gut gespielt. Aber was soll er gegen drei Leute auch machen? Da kann er relativ wenig gegen machen. Ben war sehr, sehr low. Und bekommt natürlich jetzt extreme Hilfe. Und Freeway jetzt auch dead. An Vitaly Quicks, den wir hier hinten haben. Jungs, Team Alvi, ihr müsst mir zuhören. Ihr müsst viel mehr zusammenspielen. Ihr müsst mehr zusammen rumlaufen. Ja, die spielen einfach besser im Teamchat. Wir gehen mal hier auf Marvin drauf und Team Sunny. Ja, die sind schon wieder komplett in Überzahl. Die sind komplett in Überzahl. Unlucky. Blobsy mit dem Kill, Sweezy mit dem Kill, Top 23 und davon werden nicht mehr viele von Team Alvi über sein, Chat. Ich glaube, es sind jetzt nur noch sehr, sehr, sehr wenige von Team Alvi. Sehr, sehr, sehr wenige. Also das ist wirklich die Mehrheit. Die Mehrheit sollte definitiv von Team Sunny sein. QB ist wahrscheinlich einer der letzten. Geil. QB super. QB, du bist so gut. Tobi, du bist so gut. Hilfe. Lebt noch irgendeiner von den Alvi-Leuten? Sollten alle sein. Die sind alle hier. Und wenn alle hier sind, ja, ist vorbei. Der erste Punkt geht an Team Sunin. Alright, Chat. Let's go. Zweite Runde. Die erste Runde ging an Sunin, weil halt einfach das Team von Sunin sehr, sehr gut zusammengelaufen ist. Jetzt ist es wichtig, Chat. Alle No-Skins, bitte hört mir jetzt zu. Ihr seid Team Alvi. Ihr müsst jetzt bitte mal genau im Team spielen. Okay? Team Sunin hat es in der ersten Runde gnadenlos gut gemacht. Das müsst ihr jetzt auch machen. In meinen Videos seid ihr in den Customs. Ihr seid immer so krass. Warum jetzt nicht? Ihr müsst zusammenspielen. Okay, wieder relativ viele von Team Sunin droppen jetzt hier wieder Anvil. Jigo Medi, Chinken, Sweez Lenny. Marvin, warum droppen denn hier Anvil immer nur Leute von Sunin? Brutal Bastion. Okay, sind das jetzt hier meine Jungs oder was? Sind Brutal Bastion jetzt nur meine Jungs? Ja, Brutal Bastion sind jetzt nur meine. Das kann auch kein Zufall sein. Brutal Bastion ist nur Team Alvi. Warum ist denn... warum ist denn Brutal Bastion nur Leute von Team Alvi und Anvil nur Leute von Team Sunin? Hat Wave Hiko dich gegrieft, Kreox? Hiko, du hast gerade wieder dein Teammate gekillt, Bro. Wir werden verlieren, Chat. Sweep Lenny mit dem Kill auf Chicken. Ich glaube, Lenny ist einer von mir, oder? Bitte, ist er von mir? Bitte. Er ist nicht von mir. Bei Faulty Splits... Da wird gefightet. Bei Faulty Splits wird gefightet. Wir bleiben drauf auf Excusa. Excusa und Kors im 2v1. Und die verlieren das fast. Oh, Excusa holt sich noch Stau. Wichtig. Und Leti, Boards sind hinterher von Toxic. Warum ist Leti im anderen Team? Leti hat mich verraten, Chat. Nein. Das merke ich mir für mein Leben lang, Leti. Das merke ich mir. Das ist in meinem Kopf eingespeichert. Das ist in meinem Kopf eingespeichert noch. Oh, hier ist ein dicker Fight, glaube ich, Chat. Wir gehen mal hier rein. Oh, cool. Holt sich die Bergziege. Oh mein Gott, hier sind viele Alvi-Member. Oh Gott, wie viele Alvi-Member sind hier denn? Geil, Jungs, geil. Wichtig und richtig, Jungs. Ja, da könnt ihr auch mal auslachen. Geil, Mann. Oh, wow, 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 wow. Vier Sunin-Member.
bei der Tankstelle gerade am Aufrüsten und die droppen sich gegenseitig Munition, die droppen sich gegenseitig die Waffen, die holen sich gegenseitig hier, dadurch, dass sie mehr Schlüssel haben oder viele Schlüssel haben zusammen, holen sie sich hier die ganzen OP-Stuff. Machen sie gut. Oh, wow, wow, oh, hier kommt es zu einer dicken Fight-Situation. Wir brauchen jetzt alle Alvi-Member bei der Tankstelle. Ein sehr, sehr dicker Fight. Sehr geil. Oh, hier haben wir keinen Call jetzt auch mal wieder am Start. Geil. Wichtig. Der Mann hat noch einen Nullinger, aber jetzt sind sehr, sehr viele Leute da und helfen. Sehr viele von Team Sunny sind hier und sehr viele von Team Alvi sind hier. Das ist jetzt zum ersten Mal ein richtig, richtig geiler stackter Fight jetzt. Viele Leute gegen viele Leute. Und Kaiko holt sich den Kill. Geil, Mann. Sehr stark. Auf geht's, Jungs. Auf geht's. Wir machen ein Comeback jetzt in der Runde. Wir machen noch ein Comeback. Kommt schon. Wir machen ein Comeback, Jungs. Richtig. Geil. Sehr stark. Alle zusammen rumlaufen. Ganz wichtig. Oh, da oben kommt Ben, Luca und Kaltex. Die bauen sich hier oben ein. Mini-Reason mit dem dicken Park auf Luca. Mini-Reason mit dem Kill auf Luca. Geil, Jungs. Let's go. Oh mein Gott, ist das ein dicker Fight. Das will ich sehen. Letibot hier oben. Replace hier gerade die Wall. Geh durch. Alter, geil. Gegen QB. QB ist auch ein fetter, krasser Spieler. Bitte. QB, zeig, was du drauf hast. Wird weggedasht. QB, super Situation gelöst. Super. Geil. Letibot kommt zurück. Hat den Ballons hier ausgerüstet. 32 Spieler noch live Chat. Das ist eine crazy Situation. Ben jetzt auch der dann Mini-Reason. Boah, jetzt sammeln sich aber hier sehr, sehr viele Leute von Sunny. QB ist jetzt hier ganz alleine. Und auf der anderen Seite sind die ganzen Albi-Member. Die müssen jetzt mal hier zueinander finden. Okay, der nächste wird geholt. Yay, Enon. Holt sich jetzt Gigo Medi. Medi jetzt dead. Oh, kein Call jetzt low. Kein Call muss ich jetzt healen, Bro. Kein Call, du musst dich healen, Bro. Wir brauchen dich. Wir gehen da hinten rauf. Auf Roki. Roki und Nachbar Krizobot fighten gerade hier gegen Lace. Lace ist gerade komplett alleine hier hinten. Das schaut nicht gut aus für Lace. Lace ist low. Oh, Lace braucht dicke Hilfe. Der braucht dicke Hilfe. Der wird jetzt hier gesprayt von allen Seiten. Oh, wenn der Pump drauf gewesen wäre, das wäre stark gewesen. Okay, Lace ist irgendwie noch weggekommen. Geil. Leert mit dem nächsten Kill. Wichtig. Oho. Ey, meine Com macht gerade Comebacks. Also wirklich, die ganze Action spielt sich jetzt hier gerade bei der Tankstelle ab. Guckt mal hier, was für Action abgeht. Das ist ja crazy. Paul und Mini-Reason gegen Krizobot jetzt hier gerade auch im Fight. Kein Call mit... Oh, kein Call kriegt einen dicken Pump-Hit. Zone kommt. Jetzt muss rotiert werden, Chat. Top 20. Sweezy mit dem Kill auf Mini-Reason. Oh nein, Mini-Reason dead. Ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, jetzt sind hier sehr, sehr viele Sunny-Leute, ne? Oh, 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 oh. Das sind viel zu viele Sunny-Leute hier. Uff, 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 uff. Das schaut wieder nicht gut aus. Ah, die Wall wird da geretaked. Paul gegen drei Leute. Was soll er denn machen? Oh, Paul holt sich einen. Paul holt sich einen. Paul von... Nein, das ist unmöglich. Das kann er nicht machen. Das sind viel zu viele. Ah, schade. Schade, schade, schade. Wir haben die Rotation leider verloren. Mal wieder. Das ist sehr bitter. Wir haben eigentlich richtig gut gestartet, aber irgendwie wieder nicht genug, Chat. Das ist der entscheidende Fight, Chat. Den müsst ihr jetzt gewinnen. Ihr müsst diesen Fight jetzt gewinnen. Oh, cool, Slow. Pass auf, cool. Cool, so muss ich healen, bitte. Night Luigi dead. Sie 1 HP. Sweezy 1 HP. Wir gehen drauf. Er hat aber noch genug, er hat noch ganz gut Healing eigentlich, das passt noch. Es sind nur noch 10 Spieler Live-Chat, das wird viel knapper als letzte Runde. Viel, viel knapper als letzte Runde wird es. Und ich glaube, es schaut wirklich gut aus. Ich dachte ehrlich gesagt, dass Sunnys Team jetzt diesmal eher mehr reißt nochmal. Aber es schaut wirklich gut aus für Team Alvi. Weeks, oh Gott, der läuft vorbei. Er läuft an dem One-Hit-Spielspieler vorbei, ich fass es nicht. Anluija ist jetzt endlich dead an Simi. Endlich. Marvin kommt jetzt hier rein, pass auf, Lace. Er checkt's nicht. Top 8. Der Ceiling wird gerade knapp. Let's go, Marvin dead. Und es sind nur noch wenige Sunny-Leute, glaube ich. Es sind nur noch wenige Sunny-Leute. Diesmal haben wir hier eine Chance, was zu holen. Weeks mit dem Kill auf Cooler. Das war es, nur noch einer, glaube ich. Es ist nur noch Sweezy. Es ist nur noch Sweezy, Jungs. Wie gleich... Ich weiß es nicht. Als ob wir das gewonnen haben noch. Also das muss ich wirklich sagen. Das ist das Comeback des Jahrhunderts, Chat. Das war vorbei eigentlich mit Team Alvi. Das war eigentlich vorbei. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. W's in den Chat. Das ist crazy. Bam, weggekickt. So sieht mir und nicht anders. Geil. Letzte Runde, ne? 1-1. Letzte Runde, 1-1. Digga, das ist aber geil, dass jetzt 1-1 steht. Für den extra Spice. Okay, ich bin full mute. Okay, let's go. Jetzt wird ernst gespielt. Ihr müsst jetzt believen bis zum geht nicht mehr, okay? Ihr seid die Besten. Ihr habt eine Runde gewonnen. Warum gewinnt ihr nicht noch eine neue, Chat? Confidence, Chat. Confidence. Mit breiter Brust geht man da rein.
Auf geht's, auf geht's. Es geht los, Chat. Auf geht's. Wir sind in der dritten Runde und damit in der entscheidenden Runde des Community Battles. Sanin versus Aldi Community. Ganz wichtig. Brutal Bastion, wie viele Leute droppen da? Was machen die? Wie viele Leute droppen Brutal Bastion? Was macht der Brutal Bastion? Das sind nur Aldi Leute. Was macht der Brutal Bastion? Ihr seid Super Chat. Ey, geil. Oh, nee. Oh, ich nehm's alles zurück. Da sind absolut nicht alles Aldi. Da sind ein paar Leute von Sunny noch dabei. Wolf und Bernd Jordan sind ja auch gedroppt. Malo mit dem Kill of Ruffy.de. Wir müssen ganz kurz die Fragger anschauen. Malon jetzt dead. Aspect Bot. Holt sich Malon. Wer ist Aspect Bot? Aspect Bot. Oh, Anvil Square. Da, das schaut schon wieder so aus, als ob hier Team Sunny gedroppt ist. Und Aspect Spot holt sich Excusa. Excusa damit dead. Lonely wird da gefightet oder kuscheln die einfach nur ein bisschen? Die kuscheln. Ist okay. Die Definition einer Community, die mit Kopf spielt, Chat. Die spielen alle gerade zusammen im Team. Und das, die haben es gehört. Oh mein Gott, Blizzy kommt alleine zu Brutal Bastion. Was macht Blizzy bitte alleine bei Brutal Bastion? Lol, Bro. Was macht er? Ist der lost? Kein Call ist dead an Roki. Oh, Mini-Reason fightet jetzt gerade gegen Roki. Okay, komm. Komm, Mini-Reason. Ich vertraue dir. Geiler Hit. Nein. Langsam nähert sich das Team von Sanin Brutal Bastion. Langsam muss hier aufgepasst werden. QB. Jetzt hier im Fight mit vielen Aldi-Team-Membern. Roki ist gefährlich, ne? Der kommt hier gerade gegen 5 Leute gefühlt die ganze Zeit weg. Roki ist wirklich gut. Roki ist scheinbar echt ein guter Spieler. Roki ist gefährlich. Oh mein Gott, Roki überlebt das die ganze Zeit. Roki mit dem Kill auf Kreox. Wer ist dieser Roki? Der kann doch nicht mehr viel haben. Also ich muss wirklich sagen, das ist crazy. Ja, jetzt ist Roki dead. Aber crazy. Also Roki, da ziehe ich meinen Hut vor dir. Unglaublich. Guck mal, ihr könnt hier die ganzen Leute hier komplett überrennen. Das sind nur 4 Leute. Ihr seid da hinten zu 6 oder so. Was ist das? Also was bauen die sich hier alle gegenseitig für eine Base? Oh mein Gott. Also wir werden die einen oder die einen nach dem anderen komplett geholt. Jetzt kommt die Sanin Army. Jungs, bitte. Ihr müsst euch konzentrieren. Oh mein Gott, guck mal. Die umzingeln komplett. Die umzingeln komplett. Jungs, bitte. Wir brauchen alle jetzt. Wir brauchen vollste Verstärkung. Jetzt bei Brutal Bastion. Hier ist alles los. Ich glaube, das sind eh alle. Oh mein Gott. Das schmerzt auch gerade ein bisschen. Das ist nicht machbar, Chat. Das ist ein Bruch. Ja. Doch, es lebt noch jemand. Walter Junior VW. Und der ist auch dead. Noch irgendjemand? Alive. Noch irgendjemand? Bitte. Noch irgendjemand? Noch irgendjemand? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir haben verloren, Chat. GG ist in den Chat. 2-1 verlieren wir gegen Sanins Community. Wir haben alle sehr gute Spieler. War eine knappe Sache, aber hat richtig Bock gemacht, Chat. Jetzt müssen wir nächstes Mal mit 50 gegen 50 machen. Jetzt darf ich mir was anhören, Chat. Ja, ich bin da. Haben wir jetzt... Ist vorbei? Ja. Die Runde war sehr geil. Ja. Was ist los? Bist du traurig? Ich bin ein bisschen gebrochen, ja. Warum aber? Hab ich nicht gedacht. Hast du sie gedacht? Ja. Und